Wenn das Verkürzen und das Verzerren zum Beruf und zur notwendigen Grundlage für die Finanzierung des eigenen Lebens werden, dann ist man auf YouTube goldrichtig. Und noch richtiger, wenn man sich in die Untiefen des deutschen Polit-YouTubes verirrt. Charles Krüger, ein libertärer YouTuber, beweist es in einem seiner neuesten Videos. Und wieso man sich auch in verrückten Zeiten nicht auf diese Ebene begeben sollte, erkennt man dort ziemlich schnell. Um den Kontext des Videos zu verstehen, reicht der Titel und dessen Prämisse, die er als gegeben betrachtet und mehrmals wiederholt. Vielen Feministen geht es nicht um Gleich-, sondern Höherstellung der Frau und viele Feministen glauben, Frauen seien besser als Männer. Und nun beginnt er, messerscharf zu argumentieren und zieht einige Beispiele für seine These heran. Aber bevor es ans Inhaltliche geht, noch eine persönliche Anmerkung. Das ist das große Paradoxon des Feminismus. Große Paradoxon, Paradoxon, Paradoxon. Das Wort, das Charles Krüger partout nicht richtig aussprechen möchte, kommt aus dem Griechischen und daher liegt die Betonung auf dem zweiten A. Er spricht also von einem Paradoxon und nicht einem Paradoxon. Den Fehler machen aber viele und es sei ihm an dieser Stelle verziehen. Christine Lagarde schrieb nämlich in diesem Blogpost vor ein paar Jahren: Wäre es Lehman Sisters statt Lehman Brothers gewesen, wäre es eine andere Welt. Damit suggeriert sie natürlich, dass wenn Frauen die Investmentbank geleitet hätten, dann hätte es die Krise wahrscheinlich nie gegeben. Sie impliziert also, dass Frauen die Bank besser geleitet hätten, einfach weil sie Frauen sind. Deswegen sollte es ja Lehman Sisters sein anstatt Lehman Brothers. Was dem wahrscheinlich bereits mit erhöhtem Blutdruck dasitzenden Zuseher aber nicht gezeigt wird, ist das gesamte Zitat der Frau Lagarde, was praktischerweise im selben Artikel zu finden wäre. Nicht nur, dass das in der Schlagzeile bewusst verkürzte Zitat abgeschwächt wird, nein, sie begründet es ausführlich und vor allem nicht in der plumpen Frauenherrschaft, sondern in der Sinnhaftigkeit von Diversität. Je gemischter ein Team, desto stabiler ein Unternehmen. Aber für den Reiz, für die Emotion, die an dieser Stelle gesetzt werden soll, wäre das alles hinderlich. Dem Zuschauer soll das geboten werden, was er erwartet. Die dumme Feministin, die ihrem geifernden Männerhass kaum Einhalt zu gebieten vermag. Und brav und wutbürgerlich, wie Charles eben ist, liefert er das auch. Ich will es hier nochmal hervorheben. Und zwar, das ist ein Post der Grünen, die bejubeln, dass zwei Drittel, nämlich 22 von 33 Sitzen der Grünen in der Bürgerschaft in Hamburg von Frauen besetzt werden. So, und jetzt natürlich die Frage, warum ist das wichtig? Wenn Männer genau wie Frauen sind, dann macht es ja keinen Unterschied, ob dort zwei Drittel Männer oder zwei Drittel Frauen oder jede beliebige andere Kombination, wenn die dort sitzen. Das ist ja wie bei den identischen Äpfeln, es macht keinen Unterschied. Warum ist es also ein Grund zu feiern? Es ist nur dann ein Grund zu feiern, wenn man der Meinung ist, dass Frauen besser als Männer sind. Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Frauen bisher untervertreten waren, wird es als Erfolg betrachtet, wenn diese nun angemessen vertreten sind. Genauso werden männliche Kleinkindbetreuer oder männliche Kindergärtner als etwas Positives angesehen. Die gesamte Prämisse fußt auf einem grundlegenden Missverständnis. Es wird nicht davon gesprochen, dass Männer und Frauen gleichartig sind, sondern gleichwertig. Zu sagen, viele Feministen sagen XY ohne irgendeine Quelle, ohne ein konkretes Beispiel, ist halt Bullenscheiße. In unserer Gesellschaft wird ja permanent davon geredet, wie schlecht Männer doch sind. Nur weil er und seine Fans zu oft und zu lange auf Twitter oder anderen sozialen Netzwerken rumgammeln und regelmäßig Trantüten finden, die irgendwelchen Stuss ins Internet rotzen, heißt das nicht, dass die Gesamtheit der Bewegung so ist oder die Anliegen dadurch delegitimiert werden. Wo im analogen Leben sind also diese ganzen Frauen, diese ganze ominöse Gesellschaft, die sich angeblich nicht einig werden kann, ob der Mann nun das Urböse oder nur Rattenscheiße ist? Und ganz grundsätzlich, sich so an einer Minderheit abarbeiten, das ist sein gutes Recht. Nur finde ich es persönlich interessant, dass er es nicht für nötig hält, sich an anderen lautstarken Minderheiten abzuarbeiten. An Rassisten beispielsweise oder an Identitären, die im Übrigen nicht selten Selbstbezeichnungen wie libertär verwenden, also wie er selbst. Es wäre also doch nur in Charles ureigenem Interesse, dagegen mit mindestens demselben Eifer vorzugehen, wie gegen das Phantom, das er als Feminismus erkennen will. Aber das scheint ihn nicht so wahnsinnig zu stören. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
So sehen wir zum Beispiel das in folgendem Punkt, nämlich Feministen wollen ja immer mehr Sonderrechte. Zum Beispiel explizite Programme an Universitäten, die Frauen unterstützen sollen, so wie zum Beispiel das hunderte Millionen Euro schwere Professorenprogramm, das ausschließlich Frauen durch Berge von Steuergeldern fördern soll. Männer haben keinen Zugriff auf diese Förderung, weil Männer haben ja das Verbrechen begangen, mit dem falschen Geschlecht geboren worden zu sein. Ja, geschieht denn ja auch recht. Auch hier perfekt wurde die Emotion und der Initialreiz zur Raserei gesetzt. Er verschweigt nicht nur, dass diese Fördergelder nicht direkt an Frauen gehen, sondern an die jeweiligen Hochschulen, wenn sie entsprechende Maßnahmen getroffen haben. Er erwähnt auch nicht, dass diese Riesensummen, nämlich 500 Millionen Euro, auf 14 Jahre verteilt sind. Jährlich also um die 37 Millionen Euro für Dutzende von Hochschulen. Und besonders absurd, wenn man seine marktradikale Ideologie berücksichtigt, es scheint einen hochschulinternen Markt und eine rege Nachfrage nach diesem Förderprogramm zu geben. Wo ist also nun das Problem? Klar, diese Fakten würden alle den primitiven Trieb, da bekommt irgendein Weib, was ich nicht kriege, weil ich einen Pimmel habe, abschwächen, und das kann Charles überhaupt nicht brauchen. Eine andere Bevorteilung ist zum Beispiel die Frauenquote, die dazu führt, dass zum Beispiel Unternehmen, wenn sie zwei gleich gut qualifizierte Bewerber haben, also ein Mann und eine Frau, dann wählen viele Unternehmen häufig die Frau, um einfach die Quote zu erfüllen. Besonders in Wirtschaftszweigen, wo es einfach nicht viele Frauen gibt, wo nicht viele Frauen arbeiten. Also Frauen haben allein aufgrund ihres Geschlechts einen Vorteil und Männer haben allein aufgrund ihres Geschlechts einen Nachteil. Und das Krasse ist, Das Krasse ist, mit welcher Sicherheit, mit welchem Selbstbewusstsein Menschen solche Dinge in die Kamera rülpsen können, wenn es so eindeutig ist, dass der, der gerade über ein Gesetz schwafelt, das Gesetz selbst nicht nur nicht gelesen hat, sondern nicht einmal die Grundsatzbestimmungen eingesehen hat. Denn das Gesetz, über das ich bereits in einem früheren Video gesprochen habe, ist eben keine systematische Benachteiligung von Männern. Denn dort, wo Männer benachteiligt werden, greift dieses Gleichstellungsgesetz und schützt Männer. Und haltet euch fest, das Gesetz regelt auch, dass wenn Männer untervertreten sind, Männer bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt behandelt werden müssen. Aber warum das Gesetz auch lesen? Warum sich die Mühe machen, wenn man sowieso einen treuen Stamm an Zusehern hat, die ebenso wenig Bock haben, ihren messerscharfen Verstand für Recherche oder das Lesen von Gesetzen zu vergeuden? Charles Krüger ist ein ziemlich durchschaubarer Ideologe und Fakten oder das Abschwächen seiner Ultima Ratio-Argumentation gehen ihm mindestens genauso weit am Arsch vorbei wie saubere Recherche. Und das ist nicht einmal das Problem. Das Problem sind all die Menschen, die legitimen Forderungen und Denkanstößen mit Verzerrung und Verkürzung begegnen. Denn ja, auf Twitter, Facebook und sonst wo wird man sicherlich ohne große Probleme die wahnwitzigsten Aussagen finden. Auch von Menschen, die sich dem Feminismus zugehörig fühlen. Das leugnet auch niemand. Nur sind diese Menschen weder repräsentativ noch maßgebend für die gesamte Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Forderungen. Bevor wir beginnen, den Stuss von manchen Verrückten als Standard wahrzunehmen, lieber einmal die Twitter-App schließen. Und dann werden wir auch keine Wutbürger oder jene, die im Züchten neuer Schreihälse eine Geldquelle entdeckt haben.